Hallo liebe Zuschauer und Fans von Wild. Leider sind bei uns die Plugins kaputt gegangen. Die haben einfach nicht mehr das gemacht, wie sie eingestellt wurden. Und deshalb sind wir daran, einen Modpack-Server zu machen, der einfach auf Sicherheit beruhen muss. Also ist er wieder whitelistet und ihr müsst euch bewerben. Bewerbungen müsst ihr an dracobasler@gmail.com schicken. Je mehr ihr schreibt, je besser ich weiß über euch, desto eher tue ich euch auf den Server tun. Wer es nicht macht, kommt nicht auf den Server. Einfach ein bisschen schreiben in eure E-Mail und an diese Adresse hier unten schicken. Okay? dracobasler@gmail.com. Das ist meine alte E-Mail-Adresse vom alten Kanal. Und dann dürft ihr auf dem Server, ihr müsst einfach euch sicher sein, dass ihr nichts kaputt macht, nichts zwängelt, nichts rollt und alles mögliche. Das ist nämlich ein Turnierserver sozusagen. Ich habe hier mal 4 Königreiche gemacht, so wie es ungefähr aussehen, einfach das schwarze Gebiet wird größer sein. Also, ihr seht es, wir haben hier zum Beispiel das rote Königreich, ist von hier bis nach hier und es wird immer wie größer. Es wird immer wie größer. Wir werden hier in der schwarzen Gegend werden wir Portals machen. Also ich werde kurz zeigen, das hier zum Beispiel, das hier machen und so weiter, oder? Also. Wir gehen zum Portal-Mod, Portal-Gun-Mod. Diese Portal-Guns-Sachen sind verboten für euch. Das hat einfach einen Grund, damit wir die Farmportale nicht kaputt machen oder sonst irgendwas. Wir nehmen einfach die Bacon-Gun. Weil sonst, wenn ihr da irgendwas macht, gehen die Portale kaputt. Die führen jetzt zum Beispiel in die Farmwelt, die irgendwo anders ist. Und wenn ihr also hier reingeht, kommt die hier wieder raus. Wenn ihr hier reingeht, kommen die hier wieder raus. Seht ihr, das gäbe. Also, das ist eigentlich ein sehr guter Mod. Einfach ist er zum Cheaten. Ihr dürft keine Long voll benutzen. Ein Radio dürft ihr eventuell benutzen, solange er nicht nervt. Eine Fate Blade darf ihr auch nicht benutzen. Vor allem nicht die Sentries. Weil dann ist sonst alles unfair für die anderen. Und so weiter. Aber ich werde das benutzen, um euch die Farmwelten zu bauen. Und wir haben sicher ein RF-Tool drin, aber ich kann es nicht benutzen, also ja, ich kann es gerade nicht benutzen. Ich gehe mal kurz nach oben. So, Game Mode 0. Jetzt haben wir ja die Liste, jetzt sollte eigentlich hier irgendwo der Mod RF-Tool sein. Wer sich auskennt oder weiß, was wir noch brauchen dafür, der soll sich melden. Am besten auch, dass er auf den Server kommt, also eine Bewerbung geschrieben haben. Und dann machen wir das mit den RF-Tools. Aber solange müssen wir halt einfach weit weg selber farmen. Hä? Oder wenn sich jetzt wirklich einer auskennt mit RF-Tool, dann soll er sich so schnell wie möglich melden. Gell? Da unten sind die RF-Tool, nein, das ist Marble, aber irgendwo sind die RF-Tool-Objekte. Außer er geht nicht. Aber sowieso, das Turnier wird wahrscheinlich dann wieder irgendwann mal fertig sein. Es ist nur ein Bauturnier. Wir machen nebenbei noch PvP, das ist klar. Aber im Offenen dürft ihr kein PvP machen, sonst mache ich das PvP wieder aus. Ich mache übrigens Mob-Explosion aus. Also Mob-Griefing mache ich aus und Keep Inventory mache ich an. Dann könnt ihr nichts klauen. Gell? Ja, das war's eigentlich mit dem Mod. Also einfach so schön wie möglich bauen. Es gibt 4 Könige. 2 Könige wir haben schon. Grünes Reich ist der Kev Gaming. Und auf dem gelben Reich ist der King Mila. Dann gibt es noch Blau und Rot. Und in jedem Königreich ist am Anfang zuerst mal eine Einwanderungsbehörde.
Da kommen einfach die neuen Leute rein, oder? Also, da wird einfach angezeigt, wer auf dem Server in welchem Königreich ist. Ihr werdet das dann sehen, oder? Und, es wird auf einer normalen Welt geschehen, nicht in einer Unbelievable-Welt, nicht in einer Mega-Biom-Welt, sondern in einer ganz normalen Welt. Und wir haben recht viele Mods, ich kann sie alle mal noch kurz sagen, aber nur im Schnelldurchgang. Also es fehlen sich ein paar Mods. Das ist so klein, das Fenster. Ich mache das Fenster groß. So. Also. Mods sind drin, hallo, zeig mir doch den Mods an. Jetzt. Also, es ist drin, Counterblock, Chisel, Custom MC, Decocraft, Fast Leaf Decay, Microblocks, Iron Chest, Juni Map, Malicious Doors, Mouse Tweaks, Not Enough Items, Optifine, Harvestcraft, Mega Pack, also Plant Mega Pack, Portal Gun und RF Tools. Das sind alle Mods und die dürft ihr nutzen natürlich. Einfach Portal Gun halt wegen dem Cheaten nicht. Und RF Tools solltet ihr auch eher in den privaten Händen, also zum Beispiel mir, Ding, also eigene Welten, geht halt nicht wegen dem Fest, also wegen dem Platz und so. Und das werde ich natürlich dann auch anschauen, dass ja niemand es macht, aber. Das müssen wir einfach, die Mods sind halt ein bisschen zu OP, aber die brauchen wir zum Beispiel Portal machen, wir haben keine Plugins mehr. Also für alle, die sich wirklich schwören können, dass sie nichts kaputt machen auf dem Server oder nicht beleidigen, nicht irgendwas ausnutzen, zum Beispiel diesen Mod ausnutzen, wie zum Beispiel RF Tools und Portal Gun Mod, dann seid ihr herzlich willkommen auf dem Mod Server und wir werden das mal so lassen für einige Zeit und im Anschluss werde ich eben sagen, ja, okay, ich werde das schönste Königreich auszeichnen mit einem Preis, der sicher auf die nächsten Mod Server weitergenommen wird. Ihr bekommt dann einfach irgendwas über einen Bonus oder so, werden wir mal dann sehen, aber ich weiß es schon, ihr wisst es noch nicht, aber ihr werdet es erfahren, wenn ihr dann soweit seid. Von 16 Uhr bis 20 Uhr werde ich Livestream pro Tag. Und ich werde in der neutralen Welt bauen. Und einfach irgendwas Kleines bauen oder so. Oder werde in den Königreich nehmen, würde ein Häuschen bauen, aber werde dem Königreich nicht beitreten zum Beispiel. Aber es sollte einfach auch ein bisschen unterstützen. So, ich bin nicht in einem Königreich, ich werde einfach auf dem Server ein bisschen livestreamen und heute etwas bauen. Vielleicht sogar einem Reich helfen, was ein bisschen hinten rein ist, oder? Wenn ein Königreich halt nicht so viel bauen kann, nicht so viele Leute hat, dann muss ich es halt ein bisschen unterstützen, oder? Also ich werde dann schauen, wie es am besten geht. Wir werden alles planen morgen. 16 Uhr geht's los. Heute kann ich leider keinen Eingriff bringen, außer ihr wollt Survival sehen. Aber schreibt das am besten unten in die Kommentare und schickt mir eine Bewerbung für die Leute, die nicht auf dem Weltserver waren. Aber trotzdem vielleicht noch eine kurze E-Mail schicken, damit ich weiß, oh, ich muss mich hier auch noch hinzufügen, oder? Also, das war's. War schon wieder ein bisschen länger, was ich wollte, aber ja. Morgen geht's los. 16 Uhr bis 20 Uhr Minecraft. Tschüss.